beim Guiding. Also hast du jetzt schon geboot in der Ballerwelt, denn wir sind hier so oft zu Besuch, weil es uns so gefällt. Und ich gebe dir mein Wort, du erlöst dich schon da, du fängst dann den ganz dicken Fisch, folg dir an jeden Ort, doch am liebsten zu Chor. In die Ballerwelt. Also, heute ist wieder soweit. Wir gehen aufs Wasser. Eine Runde Klopfe. Vielleicht werde ich heute ein bisschen mehr labern, aber ich denke, es wird ein geiles Video. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ja. Das riecht hin und was? Komm mal. Mit deinem Alkoholproblem ist auch so eine Sache. Ja, okay, klar. Echt zum Fahrersitz rein? Nehmen die Seile zu. Ach, ist das der andere Motor? Was? Das ist der Motor vom Panzer. Dann krieg ich nimmer raus und nimmer rein. Raus wird lustig. Da geht kein Ton. Dann hört man ja gar nicht, dass du geguckt hast. Bruder, ich komplett versifft, ey. Oh Mann. Du siehst nicht scheiße aus. Kannst gar nicht scheiße aussehen. Weißt du, alles hat Gemeindegeld, ja? Aber für ein gescheites Libolag habe ich Coca-Cola, Alter. Einfach keiner zu schätzen gewusst. Hä, wurde die Bank versetzt? Ja. Die Bank stand doch hier, oder? Oh, das Namensangezeug ist da. Auf dem Kopf irgendwie wieder. Was? Ja, legst du ganz hinter. Dahin. Was? Ich finde genau dahin, wo sie hin sollen. Einwandfrei. Du bist jetzt Matrose. Oh, guck mal. Schleuserbande. Ach Gott. Geil, das hab ich auch nicht gesehen, hä? Ein Chaos, ey. Unbeschädigt.
3 Euro Sprit. Jetzt ist es vorbei. Ritual. Wasser. Wasser. Erstmal im Wasser für die Kippen. Das ist echt, an ich denke. Das ist echt, was ich denke, wenn ich mein Armzeug habe. Also Ritual, wisst ihr ja, erstmal eine Kippe anmache, kühles Softgetränk, alle viel schlecht, meine Nase noch, voll für Nordisch. Ich hab gerade weggesucht. Und Motor läuft warm derzeit, natürlich, klar, ne? Heute haben wir beschlossen, wir filmen nochmal im anderen Format. Ich hoffe, das taugt was, könnt ihr gerne mal, wenn es scheiße ist oder wenn es besser ist, reinschreiben in die Kommentare unten. Die Kameramann ist wieder richtig geflasht von meinem Gelaber. Ja. Wir fahren mal los. It's so motherfucking beautiful. Eingestellt. Ich bin Hinsa, alles Grüße, Allah. Wie jetzt? Ich will. Tackle check. Also. Einmal Wildcats-Route vom Black Hat.
in 1,85 Meter, 220 Gramm Wurfgewicht. Black Cat Rolle, die Spin-Rolle in Größe 640, so wie immer. Eine 28er geflochtene Schnur, damit ich auch noch zur Not werfen könnte, die Köder. Da habe ich eine Pelle dran und einen Snap, um die Vorfächer zu wechseln. Das und eine Perle dabei. Ha? Und eine Perle hast du dabei. Die Perle filmt gerade. Dann einfach eine Zange. Dann habe ich hier meinen Grusch drin. Da habe ich jetzt gerade ein paar Einzelhaare, Durchlaufschleie, Drillinge und die Snapper drin. Hier. Poolnudel sei Dank. Glow in the Dark. Und noch ein paar andere normale Vorfächer, nur mit Wurm. Becks. Ne, ich hab den Teaser, hab ich noch ein Vorfach dran gebaut, ein Silent Leader in Größe 1 Million. Ist das wichtig, welche Größe das ist? Ja, das ist ein bisschen dicker und abriebfester, hat nicht Kilo Tragkraft. Der hat jetzt für meine Verhältnisse hier bei uns am Fluss vielleicht ein bisschen große Drilling, aber ich probiere es trotzdem jetzt mal. Ein Einzelhaken. Was für Größe ist, kann ich nicht sagen. 120 Gramm mit den Glasperlen, wo rasseln. Ich werde es immer mal probieren und ich hoffe, dass ich mal wieder einen Fisch präsentiere. Ey. Weil langsam verzweifle ich hier auf dem Fluss. Das Wichtigste mal vergesse. Ein Ballermann von DS Wallerhölzer, dem Z-Stick. Und eine portale Kühltasche von Zeck. Das stressige Leben eines Kameramann. Kamerafrau. Kann ich laut sagen. Ich habe ja gut bezahlt dafür. Ja? Also für 80.000 Jahresgehalt würde ich das auch machen. Fisch. Kann ich mir schon eine rauchen? Ich flippe aus. Du hast gesehen, oder? Da war dran.
Alter. Du kleiner Rebell, Alter. Kleiner Rebell, hä? Endlich mal ein Fisch, ey. Lang hat's gedauert. Heute schon 2-3 Fehlbisse kassiert. Kameramann, jetzt filmst du quer, dein Ernst? Ich muss eigentlich rechts stellen, das weißt du, gell? Hast du mal Bier drauf? Nein. Die mit dem Schwanz. So, Fazit von dem Tag heute. Vorhin habe ich einen schönen Drill verloren. Ich schätze mal so einen Meter, wie der gehabt habe, 90 vielleicht. Einen habe ich verpennt anzuhauen. Den kleinen gefangen vorhin. Wir fahren jetzt mal vom Schatten in die Sonne, weil langsam jetzt ein bisschen frisch. Meine Balkan-Sicherheitsschuhe. Wir fahren jetzt in die Sonne. Klopfen noch ein paar Minuten und dann geht's nach Hause. Ja, da fangst du an. Findest du? Ja. Bitte aber nicht mich berühren. Scheiße.
So, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt nochmal eine richtig geile Fisch gefangen. Ich schätze mal so 1,10 Meter, wie der gehabt habe, oder 1 Meter. Zwei Fische gefangen, einer im Drill verloren und einen habe ich verhauen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch einen dran gehabt gerade, der war auch noch ein bisschen größer, aber den habe ich auch nicht richtig gehakt irgendwie. Und ja, wir können es Döner essen. Peace.